Ik ben Jan Kostwin, kapitein des, vom Segelschiff der Groninger. Ik ben zum Segeln gekommen, weil ich früher hatte ich ein Kanu, wenn ich 9 war, und wenn ich dann 14 war, hatte ich so etwas von, nö, segeln, das macht mir, denke ich, mehr Spaß. Und ab mijn 14. Jahr habe ich schon gesegelt. Erstmal in offene Segelboote, dann Kajütsegelboote, klein, dann wieder etwas größer. Und nun hier seit fast 2 Jahren auf der Groninger. Wir machen Mondscheinfahrten, machen wir, und Trockenfahrten auf Schwarz und durch die Priele mit Hochwasser oder fast Hochwasser zum Seeonsbänken nach die anderen Inseln. Aber wir gehen auch zum Rote Sand und nach Helgoland und nach Matjesfest in Emden. Und wir möchten auch gerne nach Wilhelmshaven zum Hafenfest, aber dann haben schon wieder einige gebucht und die möchten unbedingt nach Norderney. Nee, und was wir dann auch machen, wenn wir trocken gefallen sind, ist, dass ich dann mein Krabbennetz, das ist nur ein kleines Netz, dann mache ich da ein Seil ran und dann ziehe ich das durch die Priele. Und dann gucke ich auch mit den Leuten van, was ist dann rein? Sind da Krabben rein? Sind da vielleicht ganz kleine Schollen oder Butt, ist das rein? Oder sind das Muscheln? Und dann gucken wir van, was ist alles da rein? Was lebt alles hier in das Wattenmeer? Ich finde das Wattenmeer finde ich schön, weil auch das Wasser kommt und das Wasser geht auch wieder weg. Und das geht auch nicht gleichmäßig, aber das geht ganz unterschiedlich. Wenn du irgendwo liegst und du fährst trocken und das Wasser kommt wieder, dann guckst du mal eine Viertelstunde und dann denkst du, ja, das passiert ganz und gar nicht. Und dann in 5 Minuten kommt in einmal viel mehr Wasser. Und das macht dann mit den Tidenhuben macht das immer Spaß, um zu rechnen, von, kann ich nun schon rüber oder schaffe ich es noch oder schaffe ich es nicht. In Wattenmeer brauchst du, finde ich, auch Ruhe. Und in die Vogelschutzgebiete und in die Robbenschutzgebiete, da muss auch Ruhe sein. Und dann ist es ganz toll, dass du das nur auf unter Segel machen kannst. Dann macht das Watt macht auch Spaß. Ganz viel Spaß. Und dann ist es auch ganz toll, wenn du irgendwo vor Anker liegst und auch über Nacht, und das, dann siehst du, weiter siehst du nichts, nur den Mond, wenn der Mond da ist, und du hast Ruhe. Das Wattenmeer bedeutet für mich Ruhe, und dass es ein ganz tolles Schutzgebiet ist.